Wisst du noch, wie wir vor ungefähr 10 Minuten gesagt haben, hey, der nächste Monat wird nicht ganz so teuer, wir müssen mal ein bisschen auf unser Geld achten. Ja, 316.000 haben wir ausgegeben. Ja gut, aber viel durch die Importe, ne? Das sollte, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt bald besser wird. Die Hälfte unseres Geldes ist schon weg. Die Hälfte ist schon weg. Wie weit sind sie denn hier schon? Guck mal, das geht ja richtig flott jetzt. Das war super sinnvoll, die Arbeiter hier mit reinzubringen. 29 Stück. Kommen sie denn bis hierhin? Ich glaube schon, oder? Auch im Winter? Gucken wir mal. So, eben welche hier hin. Sind sogar Ressourcen auf der Baustelle. Sehr gut. Das heißt, die können hier sogar arbeiten. Sehr cool. Das. Die Menge an Arbeitern, die wir natürlich für die Baustellen gerade benötigen und rausholen, die fehlt dann am Ende des Tages natürlich auch irgendwo hier oben, ne? Das ist klar. Das ist natürlich klar. Aber das ist nicht ganz so dramatisch, glaube ich. Genau, er fährt jetzt ein bisschen sein Kram hin und her, weil wir noch kein Vertriebsbüro haben hier. Weil hier auch einfach die Arbeiter fehlen. Es fehlen nur die Arbeiter. Er baut gerade das Vertriebsbüro und Straßen bauen die. Könnten das hier nochmal mit reinbringen. Das können sie auch ruhig machen. Aber die vier Busse sind ja auch immer unterwegs gerade. Aber wir haben auch sehr viel gebaut, zugegebenermaßen. Wir haben wirklich sehr viel gebaut. Schauen wir mal in den Dezember. Also der Dezember sieht am Anfang immer sehr gut aus, weil wir Gewinn machen. Und dann machen wir keinen Gewinn mehr. Das wird gar nicht mal so lange dauern, glaube ich. Und dann geht es schon wieder runter. Oder? 500? 600? Wann kommt das erste Mal, wo wir dann wieder doch eher Verluste fahren? Und wir haben nur noch 1500 Menschen, die hier wohnen. Natürlich bitterlich, bitterlich. 2 Fluchten, 4 Todesfälle, 6 Geburten. 40 Arbeitslose. Also an Arbeit mangelt es uns nicht. So viel steht fest. So viel steht definitiv fest. Also sie sind auch einfach nicht sonderlich glücklich, zugegebenermaßen. Also sie sind wirklich nicht so mega happy mit dem, was wir hier tun. Durchschnittliche Produktivität 47%. Das geht, glaube ich, auch besser. Wir haben nur noch 61 Leute mit Universitätsbildung. Wir sollten mal eine Uni bauen. Wir sollten tatsächlich mal eine Uni bauen. Guck mal, 5 Tage und wir sind immer noch im Plus. Was ist da denn los? Staatliche Infrastruktur. Eine medizinische, technische Hauptquartier der kommunistischen Partei. Ich denke, Gott, ist die groß. Die technische ist ein bisschen kleiner, ne? Die ist ein bisschen kleiner, aber ich hätte sie eigentlich ganz gerne. Alter Schwede, ist das groß. Es gibt auch nicht sonderlich viele Möglichkeiten, außer die hier. Aber ich hätte sie eigentlich ganz gerne irgendwie hier rein platziert, ne? Einfach hier so drin. Das könnte aber funktionieren. So, check. Wir haben sogar. Ach, guck mal, wie wir noch Gewinn gemacht haben. Wird schon weniger. Es sinkt schon. Wenn ich mir genug Strom produzieren. Oh, da fällt es jetzt richtig. Da wird jetzt. Da hat jetzt irgendwer richtig eingekauft. Nice. Nee, komm. Wir probieren das mal. Ob wir das hier vielleicht hier noch reinbekommen. So. Die nicht technische, sondern die medizinische Uni. Jo. Bisschen auf Kante gebaut. Der Speicherstand. So. Ja. Das bauen wir natürlich nicht. Nee. Vertrag kündigen. Auch fortsetzen. Wir machen das selber. Wir machen das ganz in Ruhe selber. Und dann möchten wir hier natürlich wieder ein wenig Platte haben.
Bisschen Straße. Das können wir durch. Ich muss das nochmal bezahlen lassen. So, hier oben lang und dann hier hin. Sehr schön. Dann können Sie hier... wir setzen den... Aussetzen ist, glaube ich, das Falsche. Wir sollten... einfach keine Mitarbeiter hier hinstellen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Das muss nicht dieses Jahr fertig werden. Das muss irgendwann nächstes Jahr fertig werden. Das reicht mir, wenn es nächstes Jahr passiert. Weil da haben wir hier eine relativ große Uni und dann können die Leute hier natürlich auch super gut hier hingehen. Im Idealfall kriegen wir hier vielleicht noch ein, zwei Gebäude hin, ein, zwei Wohngebäude oder so. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. So, jetzt machen wir natürlich... jetzt machen wir natürlich so langsam unseren monatlichen Verlust. Jetzt kommt er so langsam rein, jetzt geht der so langsam rein hier. Denn wir müssen eigentlich noch irgendwas anderes irgendwie anfangen zu exportieren. Es nützt ja alles nichts. Mal ein bisschen Strom exportieren, das ist natürlich schon ganz cool und ganz gut, klar. Das reicht halt auch nicht, ne? Das reicht noch nicht. Die Frage ist, was ist denn wirklich sinnvoll zu exportieren? Macht es Sinn, Ziegel zu exportieren? Macht es Sinn, die Planken zu exportieren? Oder macht es gar keinen Sinn? Obwohl, wir könnten mal. Stimmt. Wir gehen einfach mal nach hier oben. Schauen wir mal die Preise an. Alkohol 260 pro Tonne. Das ist ganz schön gut. Das ist echt ganz schön gut. Das ist mehr als beim Fleisch. Oder Essen. Treibstoff sind 97, aber davon macht man halt eine Menge, ne? Man hat ja noch den Bitumen, den man auch noch abgeben kann. Bitumen, wo haben wir den? Da. Wow, Bitumen ist sogar noch mehr wert als das. Krass. So, Aluminium 800, das ist natürlich auch echt krass. Kleidung 1400. Krass. Das ist, Kleidung ist ganz schön teuer. Kleidung ist echt ganz schön teuer. Aber das wirkt mir so, als würden wir Alkohol exportieren können. Also das macht, glaube ich, am ehesten Sinn. Zu sagen, okay, wir produzieren Alkohol in rauen Mengen. Hier. Bauen vielleicht eine Straße hier noch so hoch. So eine Querstraße. Und exportieren das dann. Brauchen dann natürlich noch entsprechende Tankstellen, aber das kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Dass es früher oder später doch ganz gut wird. So, das Betriebsbüro, das funktioniert. Sehr schön. Der Bauernhof, was fehlt hier? Da ist einfach noch nichts da, ne? Da fängt er, glaube ich, gerade erst an. Okay. Sind aber auch schon alle Büros direkt mit dran. Warum Straße? Wäre nicht eine Eisenbahnstrecke besser. Aber viel teurer. Das ist ein bisschen mein Problem. Es wäre ja viel, viel teurer, das zu exportieren. Auf der, ne, ich meine, die erste Sache, die wir natürlich machen, ist natürlich unsere eigenen unsere eigenen Einkaufszentren zu beliefern mit Essen und die Knöpfen mit Alkohol. Ne, das ist klar. Weil wir das dann nicht mehr selber einkaufen müssen und dann steigt unser Gewinn in dem Sinne auch direkt. Allerdings kohlegetriebene Lok würde die Kosten reduzieren. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist schon echt sauteuer. Züge hier, wenn du so eine Straße hier mal reinbaust. Holzgleisstrecke. Das sind mal eben... dieses kleine Stückchen sind mal eben 30.000, 35.000. Dann brauchst du noch ein Depot und die ganzen Dinger selber kosten natürlich auch nochmal wie 200.000. Also das ist schon nicht ohne. Langfristig ist die Eisenbahn erst teuer, aber im späteren viel günstiger. Ja, ist korrekt. Aber nicht, wenn wir Alkohol exportieren wollen. Man muss ja schon in wirklich rauen Mengen anfangen zu exportieren und ich glaube nicht, dass wir das mit Alkohol machen können. Weil es zu wenig ist, was wir produzieren werden. Also wir werden sehen. Also vielleicht produzieren wir auch super viel und wir merken, okay, das macht absolut Sinn. Dann können wir Alkohol und Lebensmittel durchaus komplett exportieren.
Aber ich glaube, den Import stoppen, das könnte schon alleine sinnvoll sein. Wo können wir uns denn hier Finanzen mal anschauen? Wofür geben wir denn unser Geld aus? Import, Export. Diesen Monat finde ich eigentlich ganz gut. Sehen wir das hier irgendwo? Ja, hier. Das ist natürlich unlucky, da wir unnötig hier einiges ausgegeben haben. Kies und Platten haben wir natürlich selber. Kleidung 1000, Alkohol sind auch gerade mal 6. Wir machen mal letzten Monat. Das ist, glaube ich, ein bisschen besserer Wert. Wir würden 600 sparen beim Alkohol und beim Lebensmitteln wären es sogar 2700. Das wären immerhin 3300, 3400, die wir natürlich nochmal sparen könnten im Monat. Jetzt wird es natürlich wieder mehr. Das ist, glaube ich, ganz cool. Bretter sollten wir eigentlich auch gar nicht einkaufen. Achso, lol, ja, weil wir irgendwas... Das ist halt ein bisschen unlucky. Ich würde hier ganz gerne rausnehmen, wenn ich das automatisch gebaut habe. Ich hätte ganz gerne eigentlich nur die reinen Ressourcen hier. Aber sowas wie Stahl ist einfach auch wahnsinnig teuer, ne? Mechanische Komponenten, das ist alles super duper teuer. Treibstoff, den wir natürlich auch bezahlen müssen. Ja, schon korrekt. Und sind wir ehrlich, Treibstoff brauchen die Leute ja auch noch. Das hilft uns ja auch nichts. Also die Züge brauchen ja auch noch Treibstoff. Deswegen, also wir könnten ja auch überlegen, einfach Richtung Öl zu gehen. Hier hätten wir ja noch ein Ölfeld. Basteln hier irgendwie eine Ölraffinerie rein und dann hier noch eine Straße drüber. Genau. Im Fertigbau steigen die Kosten, ansonsten Stahl ist immer teuer durch den permanenten Bau, ja, absolut. Wir können hier irgendwie eine Straße rüberlegen und dann würde ich das vermutlich eher in die Richtung dann exportieren, ne? Öl und Treibstoffe und so. Ich logge jetzt noch ein bisschen, muss die Flotte jetzt mal weiterbauen in Space Engineers. Ui, viel Spaß dir. Bei Space Engineers. So, wir brauchen noch einen vernünftigen Namen. Wurde vorhin Blauberg vorgeschlagen. Also wird das Blauberg. So, jetzt zeichne ich eine Höhe. Beans, viel Spaß dir. Viel Spaß dir, mein Lieber. So, ich meine, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht auf Fertigbau drücken bei der Uni, dann ist das ein Monat, wo wir plus minus null fahren. Und das ist tatsächlich jetzt erstmal kurzfristig doch ein ganz cooles Ziel, wenn wir das erreichen könnten. Klar, wir haben einfach nicht mehr unbedingt die Menschen. Das tut natürlich richtig weh. Die Anzahl der Menschen fehlt uns einfach gerade. Und wir haben zu wenig mit Universitätsausbildung. 61 ist mir eigentlich zu wenig. Deswegen wollen wir ja die Uni bauen. Langfristig. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal durch den Winter kommen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Erstmal durch den Winter kommen und dann können wir weiterschauen. Ist auch ein reger Betrieb hier unten. Einiges los. Ja, man hätte auch überlegen können, ob man einfach hier nochmal einen... Oh, das machen wir auch. Das machen wir definitiv. Einmal Straße. Nicht Betankung, Autohändler. Wartung hier. Technische Dienste. Bauen wir auf jeden Fall auch nochmal auf. Ein bisschen aufpassen. Wir sind ja jetzt im Januar. Das bedeutet so viel wie wir... können das jetzt mal wirklich beobachten. Wir beobachten das jetzt mal diesen Monat wirklich. Wie viele Einnahmen, wie viele Ausgaben haben wir denn? Ja, der letzte Monat war ja wieder nicht sonderlich repräsentativ. Ist natürlich dann immer ein bisschen unlucky. Wo holt ihr eigentlich noch euren Stuff? Ja, ihr holt sogar noch aus der Ziegelfabrik. Das ist ja absoluter Quatsch. Ja, yeah, das Freilager, das ist viel cooler. Holt es doch von da. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, wir holen es auch noch von der Ziegelfabrik. Das habe ich damals einfach vergessen einzustellen.
Ja, das Ding ist theoretisch auch voll. Die müssen dann halt nicht immer bis nach Mappen Süd hier fahren. Heizkraftwerk funktioniert auch. Ah, die haben natürlich gerade keine Arbeiter mehr. Da können wir aber durchaus wieder auf 10 Leute. 10 Leute können hier durchaus arbeiten. Die sich hier alle schön verteilen. 2 Leute sind halt auch ein bisschen wenig, ne? Wenn wir hier Gewinne machen wollen, sind 2 Leute ein bisschen zu wenig. So. Das ist kein Bauern zugeordnet. Das ist so Quatsch. Aber die haben auch echt viel zu tun, ne? So wie mein technischer Dienst, die haben natürlich auch sehr viel zu tun. Also das ist schon okay. Die sollen erstmal ein bisschen bauen. Die Kornspeicher und so, die machen natürlich jetzt gerade die Nahrungsmittelproduktion hier unten. Und die Verbindung da ist einfach auch nicht wichtig. Oh, wir haben unser Herz ein bisschen angeschnitten gerade. Sehe ich gerade. Na gut. Na, 5000 minus. Wirtschaft und Handel. So, unser Export besteht natürlich nur aus Strom. Wird natürlich mehr, wenn da auch mal mehr Leute arbeiten. Wenn da 20 Leute arbeiten, ist das natürlich effektiver. Ja, der Stahl ist es. Der Stahl alleine reißt uns ins Minus. Tut er wirklich. Ziemlich genau sogar. Ja, Zement, Alkohol, Essen. Wir brauchen auch recht viel Treibstoff, ne? 400 brauchen wir. Wow. Das ist erst der 10. Januar. Wir beobachten das mal weiter. Wir beobachten das mal fleißig weiter. Jetzt geht's wieder runter. Es muss nur einmal Stahl gekauft werden, ne? Macht der Export. Der steigt jetzt wieder. Ach, guckt dir das an, wie schön dieser kleine Graph wieder steigt. Richtig cool. Das heißt, da sind jetzt gerade wahrscheinlich wieder mehr als 2 Leute, die am Arbeiten. Entsprechend können wir hier wieder mehr exportieren und mehr Geld verdienen. Was super wichtig für uns ist. Und sobald wir das machen, dann machen wir ja theoretisch auch Gewinn, ne? Solange wir nur unsere Grundressourcen irgendwie ausgeben müssen. So. Das läuft. Da will ich echt viel Betrieb hier unten. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Das gefällt mir. So. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Wir haben keine Mitarbeiter, oder es ist ja auch nicht so schlimm, weil wir eh ohne Ende Bretter haben. Wir könnten wirklich mal. 100 Tonnen sind halt auch schnell weg. Na, vielleicht zurück ins Depot. Du musst jetzt nicht hier für nichts von A nach B fahren. Das kostet uns auch nur unnötig Geld. Weil ich meine, ne, sind wir ehrlich, ne, letzten Monat minus 24.000, wenn wir jetzt bei minus 5.000, 6.000 landen, ist das auch voll in Ordnung. Dann ist das voll in Ordnung. Dann kann ich das durchaus auch akzeptieren, was wir hier machen. Bau fortsetzen. Oder aufgehört? Bau aussetzen. Oder? So sieht's richtig aus. Gucken wir mal, ob da gleich Ressourcen angeliefert werden. Und ob unsere Jungs und Mädels hier gleich mal losfahren. In ihren Treckern und Traktoren. Ach, minus 4000 geht. Komm. Das ist okay. Also wenn wir jetzt wirklich anfangen, alles selber bauen zu können, ist das, glaube ich, absolut in Ordnung. Das ist absolut in einem Rahmen, wo ich sage, das ist okay. Das ist absolut, absolut in Ordnung. Oh, minus 6.000. Da haben wir wahrscheinlich wieder irgendwie Stahl gekauft. Ja, da rennt er mit Stahl rum. Wie viel ist das wert? Ach, das ist mal eben 2.000 Rubel wert.
Das ist natürlich ganz schön viel sofort. 5,7 Tonnen Stahlerei gekauft. Aber gut. Es muss ja nun mal sein, ne? Ansonsten, wie sieht das mit unserem Heizkraftwerk aus? Es sieht schon in Ordnung aus, ne? Eieiei, eine gemeldete Strafe, die nicht kontrolliert wurde. Können das mal günstiger machen? Desto besser ist natürlich auch die Wertung einfach. Temperatur ist hier zu niedrig. Wie niedrig ist er denn? Boah, das sah schon mal schlechter aus. Ist wahrscheinlich dann überall zu niedrig, ne? Na, hier ist in Ordnung. Es muss ein bisschen über 50%, sagen wir mal, sein. Also hier, mal sagen, das ist 50%. Ein bisschen drüber muss es sein. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie besser geregelt bekommen. Geiler Sound. Richtig cooler Sound. Könnten wir aber auch noch mal ein bisschen was machen, ne? Kultur, Sport, nee, Fremdenverkehr. Was ist denn das? Zubehör, hier ein Denkmal. Ja, so ein kleinen Lenin hier mal reingebastelt. Runden und haben wir noch? Kupferstatue von Lenin. Oh, die ist klein. Die können wir hier irgendwo zwischenbasteln. Und so ein Emblem könnten wir hier vielleicht noch mit reinmachen. Aber vor die Uni funktioniert wahrscheinlich nicht, weil er sagt, das ist hier alles Gebäude. Na, machen wir hier. Basteln wir mal ein, zwei coole Embleme hier rein. So, die Leute sind unzufrieden. Die Frage ist, warum sind sie unzufrieden? Ich meine, ihr habt Nahrung. Gesundheitswesen. Naja, die Regierungsloyalität könnte ein bisschen besser sein. Aber es steigt ja auch wieder. Drei Fluchten, nur 67 Geburten. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch ein ganz guter Januar bis jetzt. Na, wir haben viele Babys, einige Kinder. Aber niemand, der bei seinen Eltern wohnen muss. Also wir haben mehr als genug Platz noch in den Wohnungen. Was schon mal sehr gut ist. Ja, hier ein, zwei Leute ohne Krankheit. Ach, guck mal hier. Das hat sich doch auch wieder erledigt. Das heißt, hier könnten wir auch mal wieder ein bisschen Einsparungen vornehmen. 18, 20 Leute. Ach, 20. Noch ein weniger. Ja, komm. Das reicht. Das reicht erstmal an Leuten, die hier arbeiten müssen. So, Anzahl an Käufern. Lass uns das noch ein bisschen erhöhen hier wieder. Der Garten sieht auch gut aus, auch wenn die Temperatur etwas niedrig ist. Das ist natürlich Quatsch, ne? Das ist doch nicht niedrig. Kinder sollen sich einfach mal nicht so anstellen. Hier wird auch einfach gar nicht gelehrt. Dieses Kindergeschrei. Ich find's großartig. Ich find's großartig. Ah, schön. Ist das eigentlich eine hohe Wohnqualität? Qualität der Wohnung 93%. Hier haben nur 80%. Also hier, das ist schon ganz schön. Das mögen die Leute. Ja, natürlich kein Computer oder Fernseher oder Radio. Werden wir aber bestimmt früher oder später auch noch machen. Wieder alle unzufrieden. Durch ein Gebäude. Hier sind sie unzufrieden. Weil mir die Kirche fehlt. Weil mir einfach diese Kirche mal fehlt. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Sonst will ich aber zwei Kirchen reinbasteln, dann hätten wir das Problem einfach beseitigt. Minus 3000 waren es am Ende nur. Das ist sogar echt gut. Das ist sogar echt gut. Da könnten wir mit leben. Da könnten wir in jedem Fall mit leben. Hier fehlen jetzt gerade Mitarbeiter, aber da kommt ja schon direkt ein Bus mit 11 Mann. Sehr schön. Und schon wird hier gebaut. Ich finde es großartig. Na, macht er auch ganz entspannt hier.
auch gar nicht so viele Mitarbeiter. Es reicht, wenn er es alleine macht. Oh, macht er wirklich alleine? Ja. Kostet auf jeden Fall weniger Arbeitsplätze, wenn ich, wenn die das natürlich alleine machen können. Schieb, schieb. Fertig. Und fertig. Dann können sie hier weitermachen. Ich kann direkt die nächsten beiden Autos losfahren. Sehr schön. Richtig cool. Das ist auch kein Bauernzug gewesen. Ah, die Bauern haben einfach zu viel zu tun oder so, ne? Das wird der Grund sein. Naja, ja, lass uns das erstmal in Ruhe basteln. Bevor wir die jetzt zu viel stressen. Die nächste Straße wird ja auch gerade fertiggestellt und der nächste Fußweg, zack, direkt fertig. Ah, guck mal. Und dann kam auch direkt Lenins kleines Denkmal dazu, den wir das fertig gebaut haben. Sehr schön. Oh, hier passiert jetzt auch mal was. In unserem kleinen Vertriebsbüro. Wir haben natürlich auch noch irgendwo diesen einen Plattendude hier rumlaufen, ne? Der hier recht unnütz die ganze Zeit zu unserem Plattenladen fährt. Den könnten wir theoretisch auch noch einholen oder reinholen wieder. Die Frage ist, finden wir den relativ zeitnah? Ich glaube nicht, ne? Ja, hier finden wir ihn. Ah, er fährt gerade wieder los. Wir brauchen zu viele Platten. Das ist so, wenn wir das auch nur einmal ganz kurz wieder stoppen, dann ist hier wahrscheinlich gleich wieder der Laden wieder leer. Von daher, 0% ist ein bisschen wenig. Und Ziegel haben wir hier nur noch 43 Tonnen. Also Ziegel könnten wir hier auch wieder runter produzieren oder runter liefern. Lass uns das mal wieder machen. Hey, aber mit Holz, einfach Holz. Ziegel werden geliefert noch, ne? Na, okay. Dann kann das erstmal weiterlaufen. Dann darf das erstmal weiterlaufen. Die Leute sind auf der Arbeitsstelle. Bau läuft. Läuft ja? Es fehlt Beton, oder nicht? Hey, wir sind noch die ganze Zeit auf schnell. Ja, auf normal spielen hier. Dem Treiben ein wenig zuschauen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Reise die Leute auf der Arbeitsstelle. Aber es fehlt einfach an allem. Ach, sehr schön. Wann ist das denn hier vorbei hier mal? Es sind nur noch minus 8 Grad im Februar noch. Muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Büro-Prioritäten. Brücken, Trolleybusstraßen. Ach krass. Eisenbahnstraßen. Ha. Crazy. Dass man da alles einstellen kann. Genau. Pflanzen, Alkohol und Co. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Also Straßen können wir. Also Straßen kriegen wir hier echt super hin. Jetzt fehlen natürlich noch die entsprechenden Ressourcen. 44 Tonnen Stahl müssen hier rein. Wie viel müssen hier rein?
61 Tonnen Stahl. Das wird natürlich alles nochmal teuer. Aber wir können es selber bauen. Das macht mich ein bisschen stolz. Wir können es selber bauen. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, wie gesagt, wir könnten überlegen, ob wir hier irgendwie so eine zweite kleine Stadt reinbauen. Müssen wir hier viel planieren eigentlich? Ja, geht eigentlich. Sollte auch ohne ganz gut hier funktionieren. Ja, doch, 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 doch. Will ich hier irgendwie so einen schönen Bogen reinbauen? Und dann mit Querstraßen, so ein kleines Gitternetz vielleicht. Können wir hier eine coole Stadt reinbauen. Und die arbeiten dann natürlich viel hier, können viel im landwirtschaftlichen Betrieb hier helfen und arbeiten. Das wäre schon ziemlich cool. Aber in erster Linie brauchen wir erstmal unsere Einwohner wieder, nachdem wir 1500 verloren haben. Mal gucken. Ja. Jetzt hat sich's mal wieder stabilisiert und geht jetzt langsam wieder hoch, ne? Jetzt geht's langsam wieder hoch. Ja. Aber hier, das waren echt wilde Monate bei uns. Das waren echt wilde Monate, bis wir es verstanden haben, woran es lag. Oh, jetzt kommen sie alle wieder nach Hause, oder was? Frage ist, fährt er sofort wieder los? Er wird dann ein bisschen räumen. Fahren die beiden wieder los? Stimmt, oder? Es gibt genügend Straßen zu machen. Genügend Kies zu verteilen. Ich könnte dann wieder losfahren. So. Er belädt gerade zwei Lager mit Ziegeln und fährt sie zum Lebensmittelfabrik. Sehr schön. Ich freue mich auf den ersten Monat, wo wir mal Gewinn machen. Aber ich glaube, das ist der einzige Monat, wo wir dann nichts bauen werden. Ich glaube, das ist dann der erste Monat, wo wir Gewinn machen könnten. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Das wird definitiv noch ein bisschen dauern. Denn der Standardwert? Ich kann euch ja jetzt nicht 700 Menschen hier arbeiten lassen. Also kann schon. Aber warum sollte ich? Kommen jetzt die Leute rein? Ja, ja, arbeite auf der Baustelle. Jetzt kommen hier mal Leute hin. Super. Und sie arbeiten, oder? Ja, boah, ist das langsam. Ich meine, gut, ne? 15. Februar. 16. Februar, das. Das ist mir noch nie aufgefallen hier. Hier jeder einzelne kleine Strich hier ist quasi irgendwie eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Striche das sind, aber es fühlt sich an, als wären das mehr als 24. Wir schon mal ein bisschen Uni weiter. Das ist doch großartig. Natürlich die Frage, ob das so sinnvoll ist. Weil hier dann natürlich gerade keiner mehr arbeitet oder wartet, weil die sich denken so, ey, Uni? Uni? Hab ich Bock drauf. Mach mal. Oh, schöne Uni nochmal. Eine schöne Uni mal gebaut. Aber gut. Wie gesagt, wir haben einfach zu wenig Einwohner gerade. Das wird noch, das wird noch. Cool, hier auch einfach drei Straßenanschlüsse sind. Aber gut, ne? Macht ja halt auch Sinn. Es sind halt auch drei solche Eingänge. Aber sieht halt auch schon ein bisschen komisch manchmal aus. Sieht halt auch echt ein bisschen komisch manchmal aus. Wie heutzutage? Uni oder arbeiten? Uni! Uni größer arbeiten, sagst du? Ja. Schon korrekt. OMB. Großartig.
Ist das dann hier Blauberg West oder Blauberg Nord? Oder würde das hier eine neue Stadt sein? Schreibt's in die Kommentare. Oder so. Gott, ist der langsam. 23 km/h. Der braucht ja 3 Wochen, bis er da ist. Mit seinen Brettern. Blauberg-Anbau. Neu-Blauberg. Sehr schön. Er liefert ab. Jetzt brauchen wir hier nur noch... Oh ne, wir haben hier sogar Leute, die hier arbeiten können. 3 Leute sind hier. 3 Fleißige, die hier einfach eine komplette Nahrungsmittelfabrik hier hochziehen. Und es kommen alle... Einmal am Tag kommt hier einfach so ein LKW mit mehreren Tonnen, Ziegeln, Brettern, was auch immer. Also müssen sie das irgendwie zu dritt hier regeln und verbrauchen wieder. Viel Spaß dabei. Sehr cool. Das ist jetzt ein bisschen teurer, aber aktuell verbrennen wir halt auch sehr viel Stahl. Ne? Also das wird alles Stahl sein, was wir hier an Negativ haben. Oder sehr viel zumindest. Ja, 11.000 sind allein der Stahl. Wir machen 8.000 minus. Entsprechend ist es einfach nur der Stahl hier. Und Strom, das wird auch besser. Ganz entspannt. Ganz, ganz entspannt. Ich meine, es ist Februar, ne? Wir könnten überlegen, ob wir das hier fertig bauen. Was kostet uns das? 60.000. Wir bauen das fertig, kaufen die Fahrzeuge. Kaufen irgendwie 3 Trecker rein. Und dann können die hier schon mal anfangen, sobald es halt möglich ist.